Eva sind auch diejenigen, die sich auch angemeldet haben bei mir. Wir sollten gleich die Menschen schon mal outen. Das heißt, also ihr könnt dieses Glas Sekt zu euch nehmen und wir werden ab 8 Uhr hier in dem Gebäude ein kleines Buffet haben. Das Buffet setzt sich zusammen aus Vorspeisen, Antipasti. Dazu gibt es verschiedene Hauptgerichte, nicht nur fleischliches, sondern auch vegetarisches, und es gibt Nachtische. Und wir müssten, weil gleich ein, zwei Mails kamen, die Frage, ob die Leute denn satt werden. Ich gehe fest davon aus, dass sie auch satt werden. Wenn nicht, jegliche Beschwerden über den Ablauf des Abends, über den Preis und ähnliches, da ist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ich habe damit nichts zu tun, wir waren quasi nur Vermittler, wir haben uns nur ein bisschen darum bemüht, das alles zusammenzubringen. Letztlich, wie gesagt, haben wir es geschafft, fast 50 Leute hierher zu bekommen. 10 Leute haben sich bei mir dann gar nicht mehr gemeldet. Und damit kommt jetzt auch schon ein wichtiger weiterer Aspekt für die Zukunft. Wenn ihr irgendwie, ich weiß, ich habe das vor 5 Jahren schon mal gesagt, interessiert trotzdem keinen, aber wenn ihr in den nächsten Jahren umziehen solltet, oder euer Handy verliert oder ähnliches, teilt mir das mit, also jetzt nicht täglich, wenn ihr euch ein neues Handy kauft, aber so, dass ich so ungefähr eine Orientierung habe, wie man euch erreichen kann. Und wenn es einfacher ist, euch über die Eltern zu erreichen, dann gebt mir eure Elternadresse. Wenn ich sie nicht, bei manchen habe ich sie schon, manche haben sie irgendwann mal dann gelöscht. Die Rimi zum Beispiel war auch tierisch schwierig, dich irgendwie ausfindig zu machen, aber weil du dich so selten bei mir meldest. Daran liegt es. Vielleicht, ich weiß, dass manche Menschen das irritierend finden. Bei uns auf der Adressliste, wer Interesse an der Adressliste hat, meldet mich am besten an und ich gebe sie ihm weiter, weil ich weiß, dass manche Probleme damit haben, wenn man die so kursieren lässt. Es gibt eine Spalte Wissenswertes, nur dass ihr so eine Orientierung bekommt, was dieser Jahrgang in den vergangenen Jahren auf die Reihe gebracht hat. Ich habe es vorhin nochmal durchgezählt. Also wir haben insgesamt 34 Menschen in dem Jahrgang, die mittlerweile verheiratet sind. Und wir haben 53 Kinder in die Welt gesetzt. 56 Kinder in die Welt gesetzt. Der Hans Ascani ist der Leader mit 4 momentan. Also nichtsdestotrotz müsst ihr ein bisschen aufholen, weil das ist offensichtlich ja noch unter einem Kind pro Person.